Zunächst herzlichen Glückwunsch, Frau Ministerin Bauer. Der DHV zeichnet Sie zum vierten Mal als Wissenschaftsministerin des Jahres aus und das in Ihrer gut 10-jährigen Amtszeit. Was bedeutet Ihnen die Auszeichnung jetzt auch gerade in dieser Zeit der Pandemie? Ja, ich habe mich wirklich gefreut. Ich meine, wenn man so lange im Amt ist, ich bin ja Deutschlands dienstälteste Wissenschaftsministerin. Wenn man so lange im Amt ist, dann gibt es ja auch vielleicht Verschleißerscheinungen oder mal die eine oder andere offene Rechnung, scheint aber nicht gestört zu haben. Und das Verhältnis zwischen der Professoren, Professorinnenschaft und mir scheint gut zu sein. Gilt übrigens auch umgekehrt. Also ich bin gerne Ministerin, bin auch gerne Ihre Ministerin und freue mich außerordentlich, mit unseren Hochschullehrerinnen und Lehrern zusammenzuarbeiten. Und Sie ziehen offenbar die richtigen Lehren aus verschiedenen Problemen. Lassen Sie uns gleich in medias res gehen. Die Pandemie lehrt uns vieles. Jetzt sehen wir am Beispiel von BioNTech, wie eine Ausgründung aus einer Universität, in dem Fall der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, erfolgreich gelaufen ist. Die translationale Medizin läuft. Welche Lehren kann man daraus ziehen? Wie bewerten Sie die aktuellen Veränderungen in der Wissenschaftslandschaft? Ich glaube, es ist ein grandioser Erfolg. Es ist ein unglaublich schönes und wichtiges Beispiel, dass wir alle großen Probleme der Menschheit in der Welt nur lösen können, wenn wir auf Wissenschaft setzen. Und wir wären doch nicht aus der Pandemie so rausgekommen, wie wir es sind, ohne diesen Impfstoff. Wo wären wir heute, wenn wir die Impfstoffe nicht bekommen hätten, in einer enorm kurzen Zeit? Und von daher glaube ich tatsächlich, dass sehr viele Menschen genau diese Erfahrungen jetzt gemacht haben. Ohne Wissenschaft sind wir aufgeschmissen. Aber wie können wir es implementieren, dass Forschungsergebnisse ja auch kommerziellen Zwecken dienen können oder jetzt hier im Zuge der Pandemie eben zum Guten verhelfen können, sei es dann eben auch in unternehmerischen Kontexten? Ja, wir müssen ja dafür sorgen, dass die neuen Erkenntnisse möglichst schnell in eine neue Realität umgesetzt werden, in neue Produkte, neue Technologien, auch in anderes Verhalten, je nachdem, worum es geht. Und deswegen brauchen wir auch, naja, würde man sagen, solche Räume, in denen die verschiedenen Logiken ganz eng aufeinander rücken. Ja, die Logik, auch ein gutes Geld zu verdienen, erfolgreich am Markt zu sein, ist eine andere als die Logik, neue Erkenntnisse zu produzieren. Sie brauchen sich aber gegenseitig. Und wir brauchen deswegen solche Orte und Regionen, wo das ganz eng und dicht aufeinander rückt. Und überall geht es auch um Finanzierung, ums Geld. Da ist ja Ihr großer Verdienst, dass Baden-Württemberg mit dem Hochschulpakt für eine gute, solide finanzielle Ausstattung der Hochschulszene gesorgt hat und den ja auch noch ausbaut mit einem Plus von 3,5% jedes Jahr bis 2025. Wie haben Sie da argumentiert in den Verhandlungen mit dem Finanzminister und dem Ministerpräsidenten? Ich habe, glaube ich, vermitteln können, dass Hochschulen nur dann ihren Job machen können, wenn sie einen langen Atem haben dürfen. Und dafür darf man ihnen eben nicht den Boden abgraben und das finanzielle Fundament schwächen und stattdessen Kleinstprojekte und Programme obendrauf setzen. Hochschulen brauchen ein Stück Freiraum, sie brauchen Verlässlichkeit und das sind auch verlässliche Perspektiven, damit sie eigenständig auch Schwerpunkte setzen können, sich entwickeln können. Baden-Württemberg hat Europas höchste und größte Hochschuldichte und auch eben auch beachtliche Erfolge in allen Exzellenzinitiativen. Unterm Strich kostet das über die Jahre Milliarden. Wie können Sie das stemmen? Wird das zu halten sein? Das wird nicht nur zu halten sein, wir brauchen mehr davon. Also natürlich eine entwickelte und eine große Hochschullandschaft, Wissenschaftslandschaft, wie wir sie haben, die kostet in der Tat, die kostet fürs Bauen, fürs Sanieren, die kostet auch für neue Entwicklungen. Wissenschaft wächst und muss auch wachsen können. Aber ich meine, darauf fußt unsere Zukunft, darauf fußt der Wohlstand der Zukunft, die Innovationskraft unserer Wirtschaft und eben auch, naja, nennen wir das die Resilienz unserer Gesellschaft insgesamt, die Fähigkeit, Belastung auszuhalten und sich zu verändern. Lassen Sie uns das konkret machen an der Erfolgsgeschichte von Cyber Valley. Das soll ein Hochtechnologiestandort im Raum Stuttgart-Tübingen werden, basiert auf einem Forschungskonsortium, seit 2016 gegründet mit Partnern aus der Politik, der Wirtschaft und der Wissenschaft. Wie kam es dazu und was können andere Länder in vergleichbarer Situation von Ihnen lernen? Also in der Tat, es ist inzwischen im Bereich KI, glaube ich, europaweit das größte Forschungskonsortium, was wir in wenigen Jahren da an den Start bringen konnten. Und ich glaube, da müssen ein paar Komponenten zusammenkommen. Das ist die Komponente
dass es sich um eine Schlüsseltechnologie und eine strategisch wichtige Frage für die gesamte Gesellschaft handeln muss. Dazu kommen muss die zweite Komponente, nämlich eine Exzellenz, eine hohe Qualität der Wissenschaft und auch eine bestimmte Dichte. Also wir brauchen da schon auch viele, die zusammenkommen. Und es muss der Wille dazu kommen, der Akteure zusammenzuarbeiten und miteinander tatsächlich so attraktiv werden zu wollen, dass man auch andere Talente weltweit anzieht. Und wir haben diese Kräfte zusammengebracht, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, Ressourcen auch zusammengelegt, aber vor allem daran geglaubt, dass dieses Thema und dieser Ort miteinander das Zeug dazu hat, eine Strahlkraft zu entwickeln, weit über die Landesgrenze hinaus. Konkrete Frage zur Präsenzlehre. Wann sehen Sie die wieder? Wir haben jetzt ja die Öffnungsschritte Ende März, April. Wann wird es wieder normale Präsenzveranstaltungen an den Unis geben? Mehr Präsenz gibt es sofort. Ich vermute mal, die Vorsicht werden wir nicht bleiben lassen können, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass Hochschule wieder gemeinsam stattfinden kann. Man kann das nicht ins Digitale übertragen. Das war eine Notlösung, die wir gebraucht haben, insbesondere solange es eben den Impfstoff nicht gab. Und jetzt ist es gut, dass es wieder zurückgeht in die Präsenz. Die digitale Lehre hat ja schon auch funktioniert in Maßen. Darüber wollen wir gleich noch sprechen. Was wird denn bleiben in der Zukunft? Ich hoffe sehr, dass digitale Komponenten bleiben. Also es gibt zum Beispiel die Erfahrung, dass manche Aneignung von manchem Wissensstoff unabhängig von sozusagen einem Zeitraster oder von einem Ort durchaus digital sehr gut machbar ist, sodass Menschen ihr Tempo, ja, und ihre Lebensumstände da auch abgebildet sehen können. Aber das Digitale ist kein Ersatz dafür, dass Hochschule gemeinsam stattfindet, Lernen gemeinsam stattfindet, das wissenschaftliche Streiten gemeinsam stattfindet. Das letzte Kapitel unseres Gesprächs soll sich mit Ihrer persönlichen Haltung befassen dürfen. Ich frage mich, wie schaffen Sie es persönlich, auf diese sehr heterogene Professorenschaft und Hochschulmitarbeitenden zuzugehen und all den verschiedenen Interessen gerecht zu werden? Eine Professorenschaft ist so heterogen wie die Welt da draußen insgesamt. Und das ist ja das Schöne am Leben, ne? Dass die Menschen verschieden sind. Und zunächst mal gehe ich auf die Menschen zu und bin ein Stück neugierig, irgendwie, was sie umtreibt, was ihre Anliegen sind, was sie antreibt, ihre Arbeit gut zu machen. Und wie das in jedem guten Gespräch, glaube ich, der Fall ist, man sucht Anknüpfungspunkte, welche Dinge man gemeinsam nach vorne bringen kann. Und die Unterschiedlichkeit ist Bereicherung und kein Problem. Und wie verschaffen Sie sich den Überblick über die Vielfalt der Forschung? Man muss ja dann auch in die Institute, in die Universitäten, in die einzelnen Fachbereiche hineingehen. Wie oft sind Sie in einer Uni? Regelmäßig. Im Moment war es seltener. Ich musste das jetzt digital auch ersetzen. Aber ich bin eigentlich in normalen Zeiten jede Woche irgendwo draußen. Ich brauche das auch. Aber es ist auch klar, ich bin als Ministerin nicht die bessere Wissenschaftlerin. Ich habe nie versucht, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu zeigen, dass ich schlauer bin. Bin ich nämlich nicht. Dass ich meinen Job tue und meine Aufgabe ist es, der Wissenschaft gute Bedingungen zu geben, dass sie sich gut entwickeln kann und miteinander darüber nachzudenken, wie wir für die Gesellschaft dafür sorgen können, dass die Erkenntnisse schnell ankommen, da wo sie hingehören, nämlich in den Kommunen, bei den Menschen, in den Unternehmen, in der Wirtschaft, wo auch immer. Auch in der Politik, bei den Entscheidern. Wie ist das? Wie weit können Sie agieren oder ist es doch eher so, dass Sie reagieren auf Vorschläge aus der Wissenschaftsszene? Nee, es ist schon beides. Das ist schon beides. Das macht, glaube ich, auch unseren guten Draht zueinander aus. Mir ist es wichtig, dass ich als Ministerin oder Politikerin nicht nur dafür sorge, dass sozusagen die Rahmenbedingungen stimmen und der Input stimmt, sondern es ist mir schon auch wichtig, mit der Wissenschaft daran zu arbeiten, dass die Ergebnisse zugänglich sind für den Rest der Gesellschaft. Also mir ist es ein Anliegen, dass die Hochschulen nicht nur darum wetteifern, die besten Hochschulen der Welt zu sein, sondern es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass unsere Hochschulen die besten Hochschulen für die Welt sind. Da komme ich durchaus dann auch ab und an mit einem Anliegen um die Ecke. Ganz herzlichen Dank, Frau Ministerin Bauer, für das Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank an den DHV und alle Professorinnen und Professoren für diese grandiose Auszeichnung.